Sonntagmorgen, kurz vor 9.30 Uhr, gleich geht's los mit den Brettspielsitzern für den letzten Tag Berlin Brettspielcon 2024. Es ist heiß, soll 35 Grad werden heute, also quasi fast heißester Tag des Jahres bisher. Und ja, die Klimaanlage ist Mitarbeiter des Monats, beziehungsweise Mitarbeiter des Jahres der Berlin Brettspielcon 2024 dieses Jahr. Und ja, natürlich voll cool, dass wir das jetzt hier so bieten können. Ich kann nur sagen, das Klima, auch der Schallschutz der freien Spielefläche war wirklich phänomenal. 2000 Leute und es war angenehm. Nicht zu heiß, nicht zu laut. Wir haben teilweise sogar das Feedback bekommen, die Ausstellerhalle war zu kühl. Ja. Mal gucken, ob das heute nochmal so ist. Wir haben es jetzt wieder ein bisschen reguliert. Ja, also das heißt wirklich, volle Punktzahl hier, das erreicht, was wir wollten. Keine Hitze, Geschädigten mehr, keine Leute umkippen und vor allem einfach nicht dieses Geschwitze den ganzen Tag, sondern ja, im Gegenteil, ihr könnt euch jetzt wirklich hier von der Sommerhitze mal kurz erholen in der BerlinCon. Wer hätte das gedacht? Unfassbar. Und ja, es geht gleich los und ich freue mich. Wenn ihr hier wieder da seid, alle, die diese tollen Badges rum haben, gehe ich mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es schon Freitag war, schon Samstag war und heute haben wir einen wunderbaren Sonntag. Schön, dass ihr auch wieder hier seid. Ja, wir haben heute 35 Grad draußen. So, bitte von der linken Seite ein bisschen rüber, auch mit auf die rechte Seite gehen, dass wir hier auffüllen können. Erstmal, ihr könnt in Ruhe überall schauen. Dankeschön. Ja, und jetzt ist auch der zweite Tag im Flohmarkt angebrochen. Ist auf jeden Fall noch was da. Jetzt haben wir Sonntagspreise zum ersten Mal. Also sehr viele Spiele jetzt noch mal günstiger als am Samstag. Und die Schlange ist natürlich auch wieder da, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr so krass wie am Samstag. Also ja, für Schnäppchenjäger ist, glaube ich, jetzt der Sonntag echt noch mal attraktiv geworden. Gerade für die Badge-Besitzer, die früher rein können. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie viel am Ende noch da ist. Gerade erst eröffnet worden, erst die ersten Badge-Besitzer tröpfeln hier so rein. Ich dachte, es ist eine gute Gelegenheit, mal eine kleine Führung unseres Saal Europas, Kleinverlage auf der Berlin Brettspielcon zu machen. Die werde ich so in einem Video mal so abfrühstücken, dass ihr mal seht, wer war denn hier alles so da? Und ja, los geht's hier gleich hier mit Perdix, ne? What the Rule. Und wir haben auch noch was Neues hier. Ne? Medium haben sie auch noch hier am Start gehabt. Das müssen wir noch angucken. Übersinnliches Kartenspiel. Ne? Hi. So, genau. Weiter geht's hier. Ne? Chronofall. Oh, ich muss jetzt tatsächlich noch mal fragen, wie war noch mal der Name des Ausstellers? Ornament Games. Ornament, ja, da steht's. Siehst du? Mein Kopf ist schon so benebelt. Ja, mega. Ein kleiner Deckbilder, der kommt Ende September. Ende September. Gibt es noch hier quasi in Essen wahrscheinlich Hopefully fertig. Ja. Ne? Kleine Deckbilder auch so mit Sci-Fi-Thema, sehe ich schon. Sehr schön. Ne? Deckbilder für Einsteiger steht hier schon. Cool, sehr schön. Ja, ich mache hier einen kleinen Rundgang hier und die kleinen Verlangen. Ne? Viel Erfolg noch, viel Danke. Spaß. Ne? Und natürlich unvermeidlich ein alteingesessener BerlinCon-Veteran. BerlinCon. Ich sag mal, so viele Berliner Verlage gibt es ja immer noch nicht, Bernd. Ne? Tja, wie sieht's aus? Ne? Ja, leider, genau. Ja, du warst hier, aber du warst der Pionier, oder? Warst nicht der Erste? Außer Schmidt Spielzeit nicht, die sind ja umgezogen. Ja, ja. Du warst der erste Berliner Verlag, so richtig, oder? Vielleicht noch Ostia, ja, oder? Ja, gut, ganz. Es gab dann noch Bambusspiele und so. Ja, ja, ja. Mittlerweile aufgehört. Ja, ja, genau. Der Einzige, der noch durchgehalten hat von der alten Garde. So ungefähr, ja. Sehr gut. Ich halte auch weiter durch. Ja, du hältst auch weiter durch. Genau, Packtaste, das kennt man ja schon, ist schon ein bisschen älter. Genau, ich habe jetzt heute eher ein bisschen hier auch am einen Tisch leichte Spiele und das Pandoria. Vorabproduktion, das kommt im September dann, die Neuauflage. Ah, die Neuauflage, genau, ne? Das war ja wirklich auch ein super Ding. Genau, hier ist ja grafisch ein bisschen was aufgehübscht noch und ich denke, das kommt dann gut an wieder. Ja, und cool. Die Erweiterungen gibt es ja noch eben und von daher. Ja, ja, mega. Und dann die Klassiker hast du immer. Phalanx ist immer, gibt's immer noch, ja? Das ist schon cool. Ja, gut, und Peloponnes natürlich, ne? Weiß von Blasen dann noch übrig und ja, ja. Geht dann immer mal. Und klar, Discordia läuft nach wie vor und die Erweiterung. Ja, 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 sehr schön. Ja, dann nochmal einen ganz erfolgreichen Sonntag, ne, für dich, ne? Tschüss. Ja, dann haben wir den Puzzle Shop, der ist inzwischen auch schon fast Stammgast hier bei uns, hat jede Menge coole Accessories. Universal Game Tray, hallo. Ne? Accessories gibt es natürlich bei uns auch. Ja, schön gelasert und so weiter und so fort. Dann haben wir Spielefable. Hier. Ah, so ist der an. Bierboom heißt das Ganze. Okay. Bierpioniere Erweiterung.
erscheint in Essen. Guckt es euch an. Kann man hier sich schon mal anspielen, kann man angucken. Das finde ich natürlich ziemlich cool. Ah, guck mal hier. Endlich können wir auch Hausmarke brauen. Darauf haben wir alle gewartet. Und wir haben noch eine Neuheit hier. Cube Express. Auch hier erscheint so Spiel. Eisenbahnspiel. Ja. Orlando Saar. Ja, ne, also man sieht auch hier, BerlinCon wird immer gerne genutzt, um eben die Essen-Neuheiten schon mal zu zeigen, nochmal zu spielen, schon mal die Leute drauf anzufixen. Thor's Cliff, ebenfalls schon Veteranen BerlinCon, ne, sind hier immer noch fleißig dabei, so ein Spiel, wo man wirklich auch ein bisschen rangeführt werden muss. Deswegen passt es auf jeden Fall, dass sie das hier auf der BerlinCon vorstellen. Ah ja, hier ist auf jeden Fall noch, der Stand ist noch nicht. Das ist Pitcher Green Idea, ne? Hier ist System Change, die machen auch wieder einen Vortrag über nachhaltige Produktion, nachhaltige Ideen. The Flying Gang ist hier, Schrottplatz Rally, ne? Die haben sich einen Stand geteilt, ist auch möglich. Auch so ein Neueinsteiger hier, 8+9. Ist es das hier? Das ist Tiptop. Ah nee, das ist Tiptop, genau. Wo ist 8+9? Heißt 8, der einfach? 8+9 ist unser Verlag. Naja, das ist gar nicht das Spiel, ne? Nein. Ich dachte, war da ursprünglich ein bisschen irritiert. Und warum heißt der 8+9, wenn ich fragen darf? Die Dame hat am 8.12. Geburtstag, ich am 9.12. Wir haben am 10.12. geheiratet. Ah, okay. Wir waren zusammen. Und okay, also ihr seid 8+9 sozusagen. Genau. Voll gut. Voll cool, dass ihr zum ersten Mal hier seid. Ja. Ne? Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen sehr schönen Sonntag. Heute kommen noch viele Familien. Es dauert eine Weile, bis die kommen. Ne? Die kommen, die kommen erstmal so um 11. So. Das hier ist, Sonntag ist ein bisschen anders. Das ist ein viel langsamer Ramp-up. So, ne? Samstag rennen sie alle rein. Gut, viele auch zuerst zum Flohmarkt. Aber trotzdem, am Sonntag kommen sie. Also, viel Erfolg. Ja, dann haben wir natürlich hier King Raccoon. Sind auch da. Finde ich auch super. Zu Kuyumi haben sie EOS, haben sie noch weiterhin am Start. Wird hier auch gerade schon erklärt. Ja, sehr netter kleiner Verlag aus Ludwigsburg, kenne ich auch noch irgendwie, da aus dem Süden, ich komme ja aus Stuttgart. Luxinus, hallo, jawohl, noch so ein abstraktes Spiel hier, Denkspiel. Und zum zweiten Mal auch da, hier die Spielbar. Das heißt, wenn ihr gebrauchte Spiele kaufen wollt und nicht 2-3 Stunden anstehen wollt, könnt ihr auch mal bei der Spielbar vorbeigucken. Ne? Viel Erfolg am Sonntag. Ja, dann natürlich, die schießen natürlich den Vogel ab, was Grafik, Design und vor allem Merch angeht. Ich weiß gar nicht so genau, was ich dazu sagen soll, aber Heldbergs ist einfach sympathisch. Die machen crazy stuff, kann man nur sagen. Crazy stuff. Und steht da auch überall dran so FSK 18 oder sowas? Ja, manchmal. Ja. Ah, das nehmen wir nicht so genau in der Brettspielwelt. Zum Beispiel 37+ drin. Ah ja, ja, ist sehr ehrlich. Sehr ehrlich, ja, ja, genau. Ja, ja. Man muss eine gewisse Reife haben für dieses Spiel, ne? Eine gewisse geistige Reife. Nein, finde ich voll cool. Ist wirklich, macht es einzigartig. In der Verlagslandschaft muss man einfach mal festhalten. Ne? Gerade hier, das fand ich super witzig. Gibt es echt auch ein paar harte Fans hier von Dan Dan Dan. Ne? Schönes Reaktionsspiel, richtig cool. Ja, noch viel Erfolg hier am Sonntag. Ne? Ja, weiter geht's hier. Squink. Ah, okay. Oh, darf ich das mitnehmen? Das ist natürlich voll cool. Neues Rosenberg-Spiel hier. Und ihr seid auch neu dabei, ne? Oder? Gibt es euch schon länger? Nee. Seit 2 Monaten. Das heißt Premiere hier. Convention-Premiere? Ja, wir waren schon auf der Messe. Okay, ja, das haben wir jetzt nicht gehört. Nein, alles gut, ne? Alles gut, ist doch super. Und dann Essen wahrscheinlich auch nochmal mit dem Spiel. Natürlich, hier quasi ist es noch so ein bisschen vorab zum Angucken. Ja. Ja, cool. Nee, dann werde ich es mir angucken. Dann wünsche ich euch damit ganz viel Erfolg. Und aber ihr habt ja auch trotzdem schon Stuff. Das ist, genau, wir sind ein bisschen gemischt, Swing und Spiegelkinder, das ist Spiegelkinder. Das ist ah, okay, ah, verstehe. Ihr habt sozusagen Accessoires ganz viel und dann eben jetzt auch Spiele. Ne? Ah, schön, sehr schön. Ja, meine Würfel
meine Würfelteller sind tatsächlich jetzt aus. Also wenn ihr jetzt noch welche braucht hier, dann müsst ihr hierher kommen. Aber die Leute sehen das Video natürlich eh erst, wenn es schon vorbei ist. Aber nächstes Mal. Und schaue ich mir an. Ne? Viel Erfolg noch am Sonntag. Tschüss. Dann natürlich auch hier Mr. Mippel hat wieder seine ganzen Sticker und seine ganzen Shirts und sowas dabei. Auch so ein richtiger Veteran. Gehört auch immer dazu. Ja, und hier zum Beispiel ist auch ein schöne Entwicklung, Smiley Toys. Oh, der Sven hat wieder hier so ein Fotobombing machen wollen. Nee, der einfach ein Zeichen, dass wir wieder mehr auch Händler hier haben. Ja, ein bisschen bunteres Angebot hier auf der BerlinCon, richtig cool. Xolox ist auch nicht zum ersten Mal da, ja, mit The Fog. Total gut. Finden wir immer super, wenn Kleinverlage wiederkommen, dann haben wir was richtig gemacht. Und auch viel Erfolg noch am Sonntag. Ne? Ja, danke, danke. Korea Board Games, ja, da hatte ich ja schon was vorab vorgestellt. Hier könnt ihr euch schön hier den neuen Knizia Butterfly Garden, richtig? Butterfly Garden, genau. Butterfly Garden schon mal anspielen und seht hier diese wunderschönen Schmetterlinge aus, ich glaube, es ist nicht echtes Glas, aber genau. Und Cakes heißt das Spiel, genau. Ich konnte es nicht lesen. Cakes, sehr schön. Sieht auch gut aus. Stapelspiel offensichtlich. Und Number Chain, Give Me Treasure, hatte ich ja auch vorgestellt. Ja, also Korea Board Games nutzt es ja auch immer sehr intensiv, finde ich voll cool. Und hier haben sie noch ein Spiel, das haben sie mir gar nicht geschickt gehabt. Link It 4. Ah, vom deutschen Autor, wenn ich das richtig sehe. Auch so ein abstraktes Bauspiel, muss ich mir auch noch angucken. Obscurious Games ist neu, bislang noch nicht, habe ich bislang noch nicht hier gesehen gehabt. Abgetaucht Escape-Spiel, okay, sehr schön. Oh, schon ganz viel davon sogar. Okay, muss ich mir tatsächlich auch noch mal angucken. Verrat am Boss und so, sieht auch gut aus. Ich hoffe, ihr habt noch eine sehr schöne Messe. Ich laufe hier jetzt gerade nur so ganz einmal schnell durch, aber jeder ist mal drauf, wer hier da war sozusagen, Dokumentierung von den Ständen, sehr schön. Noch viel Erfolg, ne? Und weiter geht's. Ah, Circle of Friends. Ah, das ist ja auch crazy. Das ist ja crazy. Auch ganz viele abgefahrene Accessories. Ziemlich cool, muss ich sagen. Also wirklich, genau, es hieß schon, wir brauchen mehr bunt. Und ihr habt da schon auf jeden Fall was zu beigetragen. Ja, sehr schön. Na dann noch viel Erfolg, ne? Danke, ne? Tschüss. Materia Prima ist auch am Start, wieder, finde ich auch voll cool. Sehr schön. Das ist neu, genau, danke. Und was ist das nochmal, was ist das? Das ist die Erweiterung. Ah, das ist die Erweiterung für Materia Prima. Okay. Jetzt im Koop spielbar. Und jetzt im Koop spielbar. Okay, cool. Sehr schön. Ja, dann noch einen schönen Sonntag. Einen schönen Sonntag, ne? Bis dann. Dann auf der anderen Seite, ja, ein neuer kleiner ausländischer Verlag hier. Smart Flamingo. Ja, mit vielen so kleinen Spielen. Und hier ein Gamefound-Titel, den man eben schon testen kann. West Story Town Building Game. Auch witzig hier mit diesem beleuchteten Kaktus. Auch ein sehr hübscher Stand. Also ich muss halt wirklich auch sagen, Kleinverlags, hier den Kleinverlagshalle wirklich hübsch geworden. Ganz großes Lob an die ganzen Aussteller. Die gestalten die Messe hier, also Messe, die Convention. Und ohne die wird es einfach, gäbe es keine Messe. Ich finde es einfach echt richtig cool. Hier ist noch niemand am Stand, aber hier Mysterious Jungle. Ja, DSM Games, noch niemand da, aber auch crazy stuff. Also man kann einfach wirklich sagen, inzwischen entwickelt sich die BerlinCon wirklich auch zu so einer Entdecker-Convention. Ne? Das war früher nicht so. Da hatten wir halt nicht so viele Aussteller und man konnte jetzt, also da waren alle wichtigen waren da, aber man hatte eben nicht so die krasse Auswahl, wo man irgendwie was entdecken könnte, was man vorher noch nie gesehen hat. Aber inzwischen würde ich fast sagen, kommt her und lasst, überzeugt euch. Es ist doch inzwischen so. Dann haben wir hier Paco Sacco, eine Schachvariante. Okay. Ja, mit interessant. Mit zweifarbigen Figuren, die scheinbar von beiden gezogen werden können. Sehr interessant. Dann hier
Geobänder. Ja, da machen wir noch was dazu. Meine Kinder haben hier versucht, den Rekord zu brechen mit, weiß nicht wie viel Würfeln. Das ist natürlich völlig verrückt, weil man eben kann hier so riesige Gebilde bauen, wenn man halt mehrere von diesen Würfeln so kombiniert. Hier kann man auch noch ein paar sehen. Und sie haben natürlich unseren Berlincon-Geobänder. Ja, voll cool. Haben sie extra ein Merch gemacht. Ist aber leider wahrscheinlich jetzt schon recht schnell ausverkauft am Sonntag. Ne? Haben sie zu wenig gemacht. Aber wir wussten halt auch nicht, wie viele Leute das cool finden. Na, dann ist natürlich der gute Uli da, das ist klar. Er zeigt hier sein neues Gentes-Game. Epos. Oh, das muss ich mir natürlich einfach auch mal angucken, weil Gentes fand ich ja auch richtig, richtig cool. Und auch hier seht ihr, ne? Gamefound geht gleich los. Schön noch Endspurt. Und dann wird auf den Knopf gedrückt. So macht ihr es, so macht ihr es. Und ansonsten haben sie natürlich auch noch ein paar andere Spielwerkstitel da, ne? El Burro und so weiter, Weimar. Ja, ne? Noch einen schönen Sonntag. Ne? Ostia-Spiele, ne? Verlag, der hauptsächlich dann eben diese historischen Themen auch beackert. Und hier Friedrich-Ebert-Spiel, ne? So. Weimar und Friedrich Ebert direkt daneben. Ja, für alle History-Buffs sicherlich genau das Richtige. Ja, und dann haben wir hier Skitter. Schon fast eine Berlin-Korn-Schöpfung, kann man sagen. Gibt es auch wieder ein Turnier. Blick aufs Brett TV, Riesenfan. Und hier wird schon geskittert. Schon geskittert. Yes. Sehr gut. Die üben fürs Turnier. Ja, die üben, genau. Die üben fürs Turnier, weil es geht bald los mit dem Turnier. Dann Udo Krebe, Game Design, auch wieder da. Freut mich, dass ihr es auch wieder hierher geschafft habt. Heroes und World, ist das neu? Ja, das ist bald auf Kickstarter. Kickstarter, auch wieder ein Kickstarter-Preview hier, sehr schön. Schon mal antesten. Schon fertig aber, ja, nur noch Feedback. Wir sammeln Follower. Alles klar, mehr Follower für Heroes of... Heroes? Heroes Warlords. Heroes Warlords, alles klar. Von Udo Krebe, ne? Viel Erfolg noch am Sonntag. Genau. Nice Games. Ah ja, das ist Freya, Adele, genau. Die haben so ein paar Sachen hier am Start. Und das hier kenne ich auch noch nicht. Cluster Duo. Ah, das ist ein Spiel mit diesen, ne? Hier mit diesen Magneten, wer es kennt. Borderline Editions. Ja. Muss ich mir auch noch mal in Ruhe angucken. Was haben wir noch? Cargo-Spiele. Tatsächlich noch mal ein bisschen was mehr für die Kinder. Auch ganz cool. Heute ja der Familientag. Hallo. Heute ja der Familientag. Das heißt also, Kinder können jetzt umsonst mit rein. Heute werden sicher richtig viele Kinder da sein. Ich werde mir dann auch noch mal den Familienbereich dann angucken, wenn er voll ist. Und dann haben wir hier noch DDD-Spiele. Ne? Auch ja, alteingesessener Verlag, schon oft auf der Berlincon gewesen, haben auch viele so Rollenspielgeschichten, aber auch Brettspiele. Und was haben wir hier noch? Ah ja, DLP. Ja, DLP hat sich hier nochmal einen größeren Stand gesichert hier. Ratten von Vista haben sie, jetzt Balloon Pictures natürlich. Und was haben wir hier noch? Ah ja, hier Galactic Cruise. Deutsche Version ist vorbestellen. Na, hier kann man sich das angucken. Und? Das hat sich doch Elon Musk in seinem Schlaf ausgedacht. Ja. Sehr gut. Nee. Viel Erfolg noch am Sonntag. Ne? Viel Spaß. Ja, und was soll ich sagen? Das war mein Schnellrundgang hier durch die Kleinverlagshalle Saal Europa hier Berlincon 2024. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden hier wieder stattfinden, nicht nochmal umziehen nächstes Jahr. Das hat sich sehr bewährt. Ich meine, die Halle ist voll, ist wirklich schön geworden. Und ich wollte euch einfach mal einen Überblick geben, was euch hier so erwartet oder erwartet hat, ne, und wahrscheinlich dann nächstes Jahr wieder erwarten wird. Und sagt in dem Sinne vielen Dank für alle, die hier waren. Danke an alle Aussteller, die es toll gestaltet haben. Und wir sehen uns bis dann. Ja, liebe Freunde der analogen Unterhaltung. Es ist jetzt Sonntag, kurz vor 17 Uhr. Das bedeutet, die letzte Stunde der Berlin Brettspielcon 2024 bricht ja, demnächst an. Und deshalb ja, muss ich leider feststellen, dass ich es nicht geschafft habe, bei jedem Stand noch einen kleinen Vlog zu machen. Diese Videos kommen noch. Ein paar habe ich gedreht. Gerade da, wo ich auch Neuheiten entdeckt habe. Zumindest die ich noch nicht kannte. Aber ich weiß, ich habe noch etliche gesehen und dann nicht geschafft, noch zum Stand zu gehen und auch noch zu drehen. Ja, ich bin natürlich hier immer viel beschäftigt. Wenn es Probleme gibt, auf der Bühne war ich und so weiter. Dann habe ich natürlich mit sehr vielen Leuten auch geschnappt, geredet, Selfies gemacht. Aber vor allem geredet. Ganz vielen Leuten ganz viel tolles Feedback bekommen.
auf die Veranstaltung und das freut mich. Und damit kann ich nur sagen, von meiner Warte aus, von der Organisation, von der Umsetzung und wie alles gelaufen ist, war es eine fantastische Berlin Brettspielcon 2024. Ich sage nochmal danke. Ich denke, damit war es hier erstmal vom Vlog hier von vor Ort. Es kommen jetzt noch ein paar Videos, wie gesagt, von so ein paar Ständen, kleine Videos, die ich gemacht habe. Und ja, dann geht es ein bisschen in Urlaub und dann freue ich mich auf den Herbst, auf die vielen Brettspielneuheiten, die es dann auch auf dem Kanal wieder zu sehen gibt. Ich werde ein bisschen mehr Videos machen können, weil ich zum ersten Mal keinen Stand in Essen habe, kann ein bisschen mehr mich auf die neuen Spiele konzentrieren, aber auch auf mein eigenes Spiel. Das Projekt läuft weiter, auch wenn es kurz auf Hold war, weil ich einfach keine Zeit hatte wegen der BerlinCon. Ich bedanke mich bei euch. Bleibt dran hier. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr weiter Interesse habt. Und sage danke und tschüss.